gepflegten Jazzgitarre. Heute möchte ich euch meine Epiphone Emperor 2 Joe Pass Pro vorstellen. Es ist ja wie immer ein Zusammenspiel von diversen Faktoren, die den Klang ausmachen. Ich stelle erstmal die Holzbauteile vor. Als wichtigstes die Decke. Die Decke hat 16 Zoll im Durchmesser. Das ist die Standard-Normalgröße von mittelgroßen Jazzgitarren. Die Decke ist aus Fichte und es gibt Leute im Netz, die sagen, es wäre eine massive Fichtendecke. Das stimmt aber nicht. Ich habe es nachgeguckt, man kann es relativ leicht nachgucken, wenn man ein Pickup ausbaut und in das Loch guckt. Da sieht man, ob es eine massive Decke oder eine Sperrholzdecke ist. Und diese Gitarre hat eine laminierte Decke, Sperrholz. Mehrere Schichten werden verleimt. Das macht die Gitarre preiswert, aber der Hersteller sagt, es ist ausgewählte Fichte, Selected Spruce. Und ich weiß nicht, wie sie das machen, aber es klingt auf jeden Fall ungefähr genauso wie eine massive Fichtendecke. Mit den ganzen tiefen Frequenzen und den hohen Frequenzen, die man auf einem solchen Instrument haben kann. Unter der Decke ist kein Anti-Feedback-Block, der auch Sustain-Block genannt wird, aber in erster Linie das Feedback verhindern soll. Das heißt, es ist ein richtiges akustisches Instrument. Die Saiten haben nur 3/4 der Größe von normalen Jazzgitarren, zum Beispiel der ES-175. Und ich finde, das ist ein tolles Format. Die Gitarre ist handlich dadurch und liegt sehr gut am Körper an. Man kommt überall gut hin. Der Hals ist ein Ahornhals. Und Ahorn ist ein Standardmaterial. Man muss aber wissen, der Ton ist sehr schnell da und ist auch relativ schnell wieder weg. Ahorn hat kein langes Sustain. Dadurch wird der Ton perkussiver. Hier haben wir ein Griffbrett aus Rosenholz, Palisander, aufgeleimt. Das ist ein Standard hartes Holz. Ich habe keinen klanglichen Unterschied feststellen können zu einem Griffbrett aus Ebenholz zum Beispiel, was ein anderer Standard ist. Hier befindet sich die Bridge, die nur durch die Saiten festgehalten wird und auf die Decke gepresst wird. Der Hersteller liefert die Gitarre mit einer ganz linearen, geraden Bridge aus. Ich habe die Bridge ausgetauscht. Das geht ziemlich einfach. Man lockert die Saiten, nimmt die Bridge raus und tut eine andere Bridge rein. Weil ich Flatwound-Saiten spiele auf dieser Gitarre. Und wer Flatwound-Saiten spielt, braucht einen Versatz für die H-Saite. Ich halte das mal eben in die Kamera. So, hoffe, das kann man sehen. Hier. Damit die Gitarre bunt rein eingestellt werden kann und sich dann richtig stimmen lässt. So, was ist noch wichtig? Die Mensur ist eine kurze Mensur. Wie bei ungefähr allen Gibson-Gitarren. Was bedeutet die kurze Mensur? Die kurze Mensur bedeutet, dass man die Saiten nicht so stark spannen muss, um auf die normale gewünschte Tonhöhe zu kommen. Wenn die Saiten nicht so stark gespannt sind, machen sie weniger hohe Frequenzen, Brillanz
Und dafür klingen sie, wenn sie etwas schlapper sind, nur so ein bisschen, klingen sie ein bisschen mittiger. Das macht tendenziell einen wärmeren Ton. Und dadurch, dass die Bünde ein bisschen dichter beieinander sind, kann man die Gitarre sehr bequem spielen. Hölzer und Flatwound-Saiten klingen so. Was ich ziemlich gut finde für ein relativ kleines Instrument, was ja auch gar nicht in erster Linie als akustisches Instrument funktionieren soll. Es reicht aber auf jeden Fall, um einen Kontrabassisten zu begleiten, ohne dass man die Verstärkung benutzt. Jim Hall hat das zum Beispiel gerne gemacht im Konzert. So, dann, wenn die Töne da sind, kommt als nächstes die Elektronik. Die Humbucker, die verbaut sind, haben Alnico-Magneten. Alnico-Magneten machen einen sehr transparenten Klang und deswegen benutze ich Nickel-Flathorn-Saiten, die einen sehr kuscheligen, ausgewogenen Klang haben. Ich habe festgestellt, dass mit sehr brillanten Flathorn-Saiten die Transparenz der Alnico-Magneten dazu führt, dass es einige hohe Frequenzen gibt, die anfangen zu nerven. Deswegen nehme ich also Nickel-Flathorns mit den Alnico-Magneten zusammen, klingt das, was akustisch so klingt. Da noch ein bisschen zu viel Brillanz ist, drehe ich den Tonregler ein bisschen zu, der von oben nach unten die Frequenzen wegschneidet. Dann klingt es sehr angenehm. Was ist noch wichtig? Ich benutze ein 2 mm dickes Plektrum für den fetten Jazz-Sound. Ich benutze Kabel mit goldfarbenen Steckern, ich glaube, es ist Messing, die auch ein paar weniger hohe, nervige Frequenzen durchlassen. Ich benutze ein Transistor-Polyton-Topteil und einen 10 Zoll Speaker, der völlig ausreicht, um die Frequenzen wiederzugeben, die eine Jazzgitarre überhaupt produzieren kann. Spiele ich mein Stück The Organizer. Ein Latin Funky Blues im Thema und eine erweiterte Bluesform in der Improvisation. In der Improvisation spiele ich einige typische Jazz-Sounds. Single Note Lines mit dem Plekt, Oktaven mit dem Daumen, Oktaven mit dem Plekt, Single Note Lines und Akkorde im Wechsel und zum Schluss nur noch Akkord Solo, bevor das Thema wieder einsetzt. The Organizer. Viel Spaß! Thank you.
Thank you.